Jo, ein Hallihallöchen, hier ist euer Winnie mit World of Warships Legends, ein Gameplay zu den französischen Kreuzern. Ja, die französischen Kreuzer sind eins meiner Lieblinge, sage ich mal, weil die extrem wichtig sind, vor allen Dingen gerade in den gewerteten Gefechten sind sie extrem vorteilhaft, um in Flanken reinzubrechen, da sie einfach sehr schnell sind. Und man kann den Gegner, sag ich mal, ordentlich aus dem Konzept bringen und kann den ein bisschen verwirren, so dass der eintritt und halt zu den Teammates, zu den Schlachtschiffen dann Breitseite zeigt. Also das wird auf jeden Fall sehr interessant und ist auf jeden Fall auch, sag ich mal, empfehlenswert. Und ich würde sagen, wir legen mal los, dass wir hier mal auf die Module eingehen, auf die Kreuzer allgemein und vor allen Dingen auch auf die Kapitäne. Und warum ich das so die eine oder andere Inspiration reingemacht habe, um halt so ein bisschen die Klarheiten reinzubringen. Für Leute, die zum Beispiel auch frisch anfangen oder die, sage ich mal, sich manchmal wundern, warum ich das so geskillt habe oder. So, ich würde sagen, wir legen einfach los und gucken uns das mal an. So, wir haben hier den T1, ich glaube, da muss ich nichts weiter sagen. Eine Runde ist man mit dem Teil fertig. Bei der 2, das geht auch alles recht schnell. Und wenn wir uns da mal ganz kurz so die Werte angucken, was ich noch dazu sagen kann, ist, ich würde erst ab T3 hier unten die Slots einbauen und würde dann wirklich erst ab T3 da unten das Zeug einbauen. Und hier würde ich es wirklich noch lassen, weil das geht einfach zu schnell. Außer ihr sagt, ich bin ein Sammelfreak und möchte die auf jeden Fall in meinem Hafen stehen haben, dass er drinne ist, dann würde ich es auf jeden Fall später nachrüsten, wenn ihr dann soweit alles habt und die halt auch tatsächlich mal fahren tut. Ansonsten zur Ausrüstung haben wir hier, wie bei jedem anderen Schiff auch, die Sprenggranaten, panzerbrechenden Granaten, die Torpedos, Verbrauchsmaterial haben wir hier noch eins beim Zweier, Schadensbegrenzungssystem, hier die Booster, um schneller voranzukommen im Grind oder wenn ihr fertig seid, um Ressourcen euch zu erfahren. Wie ihr die Booster am besten einsetzt und wie ihr die täglich euch erfahren könnt, könnt ihr euch bei mir auf dem YouTube-Kanal anschauen und könnt euch darüber sehr gerne informieren. Genauso ist es mit den Gefechtsboostern, da auch könnt ihr auch sehr gerne nachgucken und hier unten die Tarnungen auch, wie ihr am besten euch permanent Tarnungen erstellen tut, was da so Kleines zu beachten gibt, um nicht denselben Fehler zu machen wie ich und hier auf einmal dann am Ende enttäuscht seid. Zu den Flaggen, da gibt es hier zig verschiedene Möglichkeiten mittlerweile, wo ihr sagen könnt, ja, die kann ich mir reinsetzen, die gefällt mir, gibt jetzt keinen Bonuswert dazu, es sind tatsächlich einfach nur für Style und steht halt zu jeder Flagge ein bisschen was dazu geschrieben. Dann haben wir hier die Werte und hier werden wir auch schon schnell sehen, wenn wir hier auf Manövrierbarkeit gehen. Sie haben 32,8 Knoten für ein T2 auch schon ziemlich schnell und das ist halt auch die Spezialität der französischen Kreuzer, dass sie schnell sind, dass sie eine sehr gute Hauptbatterie haben. Hier sind es schon 139 mm, ne? Also da ist schon ordentlich Palette dahinter und auch die Ladezeit 20 Sekunden, da kann man auf jeden Fall ordentlich Spaß haben. Und wenn wir auf den Schaden gucken, von den AP-Granaten 2700 und die Sprenggranaten 2065 und 8% Brandwahrscheinlichkeit, da geht schon irgendwas. Tarnwert ist, sage ich mal, recht normal, 10,4. Ne? Also einen guten Tarnwert haben sie auch. Da ist auf jeden Fall schon was dabei. Wenn wir jetzt aber hier die Panzerung angucken, wir sehen fast keine Panzerung. Auch da kann ich immer nur sagen, wenn ein Kreuzer ist, der auf euch zukommt, fahrt geradeaus drauf zu und winkelt leicht an. Wenn ihr das mit den Anwinkeln aus der normalen Perspektive, wenn ihr in eurem Schiff sitzt, aus der hier noch nicht hinbekommt, dann geht einfach in die Perspektive nach vorne, wo ihr vorne die Kanone seht und winkelt so leicht an oder nach der Seite so leicht an, je nachdem wie das gegnerische Schiff fährt. Und dann könnt ihr auch so eure Torpedos loslassen. Wie die ganzen Schiffe mit den Torpedowinkel, das werden wir uns auch in einem extra Gameplay angucken, wenn es soweit ist, wenn ich die Gameplays hochladen tue, um euch darüber so ein bisschen zu informieren. Wie gesagt, wir sehen hier, wir haben hier, wenn wir kurz mal fix da das hier alles ausschalten, sehen wir, hier ist unsere Zitadelle
Und wir schalten mal noch den Torpedoschutz ein, das ist da. Und hier sind die Frontteile, das heißt, wir haben eine ziemlich lange Nase. Und das ist auch dann sehr gut, wenn man angewinkelt ist. Denn dann muss die Zitat oder dann muss der Schuss vom Gegner schon fast im Haus einschlagen, sage ich mal. Und nicht oder nach den Kanonen. Und wenn es vor der Kanone einschlägt, dann geht es noch vorne in die Nase rein und geht noch nicht in die Zitadelle. Ja, das ist halt auch so ein bisschen, was auf jeden Fall schon nice Rhino ist. Wenn es Breitseite ist, wir sehen es hier, die ist ganz dünn, die Breitseite. Und auch da hat man dann noch oben das Deck, noch die Deckpanzerung, wo man dann schon Widerstand bis zu 102 mm Sprenggranaten, 102 mm AP-Granaten, können jedoch durchschlagen werden. Durchschlagsschaden verursachen. Ne? Also das wird dann schon ziemlich gering von oben her. Es muss dann halt alles schon wirklich in die Breitseite reingehen, damit da ordentlicher Schaden fließt. Ja, zur Übersicht auch hier überdurchschnittliche Geschwindigkeit, dünn wie Papier. Ne? Das hat natürlich einen Vorteil bei Großkaliber, dann großkalibrige AP-Granaten durchschlagen die komplette Panzerung ohne großen Schaden. Ne? Das ist das, was wir gesagt hatten mit der Panzerung. Das Projekt für einen leichten Kreuzer wurde nach Ende des Ersten Weltkriegs in Angriff genommen, da dieser Schiffstyp in der französischen Marine offensichtlich fehlte. Die Hauptmerkmale des Projekts waren hohe Geschwindigkeit, schwache Panzerung, starke Torpedobewaffnung und Hauptgeschütze in Türmen. Jahr des Entwurfs 1919. So, zum Kapitän. Ich habe hier den Entry Rogues drauf. Er hat die Basisfähigkeit Grandier. HE-Schaden der Kreuzerhauptgeschütze plus 3,25%. Dann Karl von Müller, um meine Geschwindigkeit weiter zu erhöhen. Wir kommen dann zur nächsten T-Stufe, dort wird es dann erst richtig interessant. Und hier, um unsere Erkennbarkeit zu sinken, haben wir den Kunichi Mikawa drauf. Ich werde die einzelnen Skillungen auf jeden Fall auch nochmal hochladen. Wir haben eine Playlist, habe ich hinzugefügt, für die französischen Kreuzer. Da werde ich die ganzen Skillungen, so wie ich die geskillt habe, auf jeden Fall hochladen. Wenn sie nicht schon oben sind, werden sie auf jeden Fall nachgereicht. Damit man halt einfach immer wieder nachschauen kann. Ja, bin ich genial. Das zeigt uns an, wenn wir, sage ich mal, auf See sind, wenn uns zwei Schiffe anvisiert haben zum Beispiel, dass uns, da kommt dann eine 2. Das heißt, ihr seid von zwei Schiffen anvisiert und könnt dann halt entweder euch Deckung suchen oder außer Reichweite fahren. Wie gesagt, ihr habt einen schnellen Kreuzer, da ist das auf jeden Fall sehr nice, um halt wirklich schnell aus dem Knick zu kommen. Und es ist wirklich immer zu empfehlen, auf Höchstgeschwindigkeit zu fahren, beziehungsweise auf dreiviertelste oder volle Geschwindigkeit und nicht hinterm Berg stehen bleiben mit den Franzosen, da die halt auch dann länger brauchen, bis sie wieder aus dem Knick kommen. Und so hat man wirklich einen sehr geilen Kreuzer, der wirklich verdammt viel Spaß macht, weil man halt einfach sehr flix unterwegs ist und halt von einem Ort zum anderen ruckzuck huschen kann. Ja, hier unten vollständig verpackt, ist hier natürlich auch noch uninteressant, ne? Also da könnte man dann auch das andere reinmachen, aber ich habe den Entry Rogues halt auch auf die anderen Kreuzer verteilt und deswegen ist es halt, kann ich es jetzt hier nicht umändern und wegen jedem Schiff umändern, ist halt Schwachsinn. So, gehen wir zu Dukai. Das ist dann schon so, hier kriegt man das erste Verbrauchsmaterial. Da ist tatsächlich zu empfehlen, das Zielsystem einzubauen, um, sag ich mal, erstens mal die Streuung der Hauptbatterie minus 7% zu bekommen, Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer plus 20%. Im Fall, dass man dann im Nahkampf kommt und turben möchte, dass man wirklich einfach auch, sag ich mal, schnell den Torpedowerfer rumgedreht hat. Dann gucken wir hier, auch hier sehen wir hier oben alles dasselbe, hier auch. Und hier kommt dann Sonar dazu als Verbrauchsmaterial und unser Katapultjäger, der dann uns beschützt, wenn Flieger da sind, von einem Flugzeugträger, der die dann mit angreift. Hier unten wieder die Booster, das haben wir ja schon gehabt und hier hinten auch, Tarnung ist auch klar und hier die Flaggen sind auch klar. Die Werte auch hier, Trefferpunkte 26.700, Panzerung 10 bis 30, also auch dünn wie Pappe, Torpedo Schadensverringerung 4%, ist auch nicht viel. Na, also da muss man halt dann schon gucken, wenn man unterwegs ist mit dem Teil und Flugzeugträger und Anmarsch wirklich auf volle Geschwindigkeit bleiben und mit der Ruderstellzeit zu spielen. Hier haben wir dann schon 155 mm, Feuerreichweite 14,5, Ladezeit 12, na, und Sprenggranatenhöchstschaden 2200, Brandwahrscheinlichkeit 13 und unten sieht man auch AP-Granatenschaden
3300. Torpedos haben wir hier dann 4x3, 550 mm, Ladezeit 84 Sekunden, das sehen wir auch, der Reload geht eigentlich, der ist nicht so hoch. 180 Grad Drehung 6 Sekunden, Höchstschaden 12.233, das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Torpedoerkennbarkeit zu See 1,2, das ist schon fast Standard. Na, das könnte man auch ein bisschen runterdrücken, würde ich aber tatsächlich nicht empfehlen. Wie gesagt, das sind Höchstgeschwindigkeitskreuzer, das auf jeden Fall ausnutzen. Torpedoreichweite 6,5 Kilometer, wenn wir hier runter gucken 10,4, also würde ich auch nicht dran rumspielen, irgendwie großartig auf nur Tarnung gehen. Ich würde tatsächlich das damit den Kapitän auf jeden Fall so lassen. Auch hier 34,8 Knoten, Ruderstellzeit 7,8 Sekunden. Zur Panzerung hatte ich gesagt, dünn wie Pappe, ne? Wie gesagt, immer schön angewinkelt fahren, wenn ein Kreuzer kommt geradeaus, selbst bei einem Schlachtschiff, das dann über Torps machen oder nach hinten ausweichen und den Schlachter abhauen und versuchen zu kiten. Niemals Breitseite fahren. Auch wenn ihr abhauen tut, versucht immer schön angewinkelt zum Schlachtschiff stehen, immer mit dem Pops ein bisschen drehen und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück, immer schön drehen. Ja, dass ihr den Gegner halt komplett irritiert und er nicht halt Dauer aimen kann. Ja, das auch dazu schnell, ne, hat man ja gesagt, allgemein, dass von den französischen Kreuzern überdurchschnittliche Geschwindigkeit, breit gefächert, ne, das heißt halt großer, breiter fächert und dünn wie Pappe. Ja, zudem unten drunter brauchen wir jetzt nicht gehen. Wie gesagt, das kommt so oder so nochmal, wenn ich das Gameplay dann mache, dann kommen wir da nochmal drauf. Zurück auf Entre Lamounir gehen wir auf jeden Fall kurz drauf, den hatten wir noch nicht. Er hat nämlich die Basisfähigkeit, verringert die Dauer der erhöhten Erkennbarkeit ihres Kreuzers nach Abfeuern der Hauptgeschütze. Dauer der Erkennbarkeit des Kreuzers nach dem Schießen minus 15%, das ist auf jeden Fall recht nice. Es gibt dazu leider keine Informationen, wie viel die 15% sind, wie viele Sekunden das sind. Das müsste man sich selber mal Stoppuhren, sage ich mal, mit einer Stoppuhr kann man das ja mal testen, dann kann man das mal ausprobieren, das werden wir vielleicht auf jeden Fall mal machen, da werden wir auf jeden Fall mal das Thema angehen. Auch hier Inspiration Karl von Müller, ja genau, das hat man, Karl von Müller habe ich drauf, auch hier wieder die Höchstgeschwindigkeit auf jeden Fall und hier unten auf jeden Fall die Kreuzer Erkennbarkeit. Dann hier außerhalb der Reichweite Pyromane, dann hier unten Rausch der Geschwindigkeit auf jeden Fall, um die Geschwindigkeit mitzunehmen. Und sag ich mal, durchstoßen. Na, also, wie gesagt, ich bin halt wirklich voller Fan von der Geschwindigkeit. Ich liebe die Geschwindigkeit bei den Kreuzern, weil das macht sie einfach so speziell. Und ihr werdet merken, wenn ihr richtig aimt, dann irgendwann habt ihr das raus und dann macht ihr auch so Zitadellenschläge. Und man muss halt nicht immer nur auf Schaden achten, sondern es ist auch Ausweichmanöver und auch das gehört zur Geschwindigkeit dazu, dass man das mit sich eintrichtern tut und wirklich versucht, nicht immer nur auf Damage zu achten. Man kann auch Damage in der letzten Sekunde noch erreichen. Man muss nicht immer gleich als erster 130.000 Schaden machen und am Ende ist das Gefecht verloren, denn das bringt euch überhaupt nichts, wenn ihr so viel Damage habt und am Ende verliert. Ja, hier aufs Ganze gehen bringt uns nichts. Wir haben hier noch keinen Motorboost. Kommen wir nochmal dazu. Und hier unten fixiert Granatengruppierung der Hauptgeschütze des Kreuzers plus 3%. Streuung der Hauptbatterie minus 3%. Hier unten auf jeden Fall auch vollständig verpackt, um halt noch einen zusätzlichen Flieger und Sonar mitzunehmen. Ja, das auf jeden Fall zu dem T3. Beim T4 sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da haben wir nämlich den Entry Rogues, den hatten wir ja hier drauf und deswegen habe ich das auch hier mit dem Sonar drinne gelassen, weil wir haben hier auch diese Fähigkeit, Zielsystem und Nummer 1, Sekundär fällt bei mir auf jeden Fall aus, Hauptbatterie auch und Flaggeschütze auf jeden Fall auch, weil sie für mich nicht, sage ich mal, die Flugzeugzerstörer sind. Man kann mit ihnen Flugzeuge machen. Aber das würde ich tatsächlich sehr gerne im Gameplay erklären, wie das mit den Flugzeugen bei denen aussieht. Also ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen, dass das so die Einzelgänger sind, aber die Kreuzer von den Franzosen sind halt mehr die Kascher,
Die versuchen schnell auf Geschwindigkeitstoren zu kommen und schnell mit ihrer Geschwindigkeit und mit ihrem kleinen Tarnwert, wo sie haben, auf jeden Fall sehr gut zu arbeiten. Und man kann bei dem Kreuzer auch schon sehr gut erkennen, das war auf mal eine Zeit lang ein Zerstörer, er wurde umgebaut, oder die Emily wurde umgebaut zu einem Kreuzer. Ja, und man sieht es auch ein bisschen von der Form her, und das ist halt, ich feiere das einfach, da wirklich rumzuheizen wie so ein Kaputter. Und mit der Geschwindigkeit gehen wir gleich mal drauf, mit den 43,9 Knoten. Und es wird noch geiler, glaubt's mir. Ist halt einfach nice. Dann die Ruderstellzeit 6,8 Sekunden, 11,1 der Tarnwert. Torpedos gehen 7,5. Man kann da auch so ein kleines bisschen mit den Torpedos spielen. Hier haben wir dann schon die 152 mm Sprenggranatenschaden 2272, Brandwahrscheinlichkeit 12%, AP-Granaten-Höchstschaden 3300. Ja, und hier haben wir dann noch die Trefferpunkte und Torpedoschutz sehen wir auch hier. Wird ein bisschen mehr, 7%. Ja, das ist auf jeden Fall auch schon geil. Bei der Ausrüstung, auch hier sehen wir, wir haben Sonar. Das heißt, man kann mit dem Sonar zum Beispiel, da wir so schnell sind, wir zum Beispiel vor uns einen Zerstörer sehen oder es zündet jemand Radar, könnt ihr Sonar anmachen und sofort in die Nebelwand reindüsen und könnt auf jeden Fall den Zerstörer euch cachen. Wenn kein Schlachtschiff hinter den Zerstörer ist, der den irgendwie in Schutz nimmt oder ein anderer Kreuzer. Soll denn Kreuzer da sein, frontal drauf zufahren, nicht Breitseite drehen, leicht anwinkeln könnt ihr, aber nicht Breitseite drehen wegen Zitadellen. Warum, sehen wir dann auch gleich noch. Hier Katapultjäger, ne? Erstens mal, um zu spotten und gegnerische Flugzeuge anzugreifen. Auch hier haben wir wieder die Booster, hat man am Anfang und hier hinten auch. Da ist tatsächlich zu empfehlen. Ihr könnt, sag ich mal, auf jeden Fall Geschwindigkeit würde ich mitnehmen. Ne? Da haben wir ziemlich wenig Booster, also da müssen wir auf jeden Fall gucken. Und wenn wir dann hier hintergehen, sehen wir schon, also bei dem Kreuzer ist tatsächlich dann auch schon der Dreier sehr nice mit der Reichweite der Hauptbatterie. Tarnung haben wir hier unten. Wie gesagt, hat man auch am Anfang, wie ihr euch die Permanenttarnungen erstellen könnt. Es gibt manche zu kaufen für Farbe. Wie das mit der Farbe funktioniert, haben wir auch hochgeladen. Könnt ihr auch nachgucken, hatte ich auch gesagt. Hier die Flaggen, ne, hat man auch gehabt. Gehen wir nochmal zu der Panzerung und deswegen eine Spreitseite stehen. Wir haben hier auch wieder das Problemchen, sage ich mal, dass wir hier auch keine Seitenpanzerung haben. Außer unseren Torpedoschutz und dann kommt schon die Zitadelle. Na, das heißt, ihr kriegt hier ordentlichen Schaden. Je nachdem, wie es Kaliber wieder ist, na, das hat man auch schon gehabt. Aber dazu würde ich auch, sag ich mal, nochmal im Gameplay kommen, damit wir da nochmal drüber schnacken. Hier soll es nur für die Anfänger oder für die Neueinsteiger so das Grund von den Kreuzern, von den Franzosen. Na, schön aufpassen natürlich und deswegen auch immer frontal. Damit wir halt wirklich das lange Stück der Nase haben, um da hinten in die Zitadelle reinzubüchsen. Ja? Das heißt, wenn ihr frontal steht, müssen die auch wieder nach dem Turm schießen und nicht vorm Turm. Wenn sie euch vorm Turm eine drücken, geht es nicht in die Zitadelle und macht halt entweder einen Durchschlag und wird dann weniger Schaden. Oder wie gesagt, sie schießen euch hinten auf die Hütte rauf und dann geht es in die Zitadelle rein und macht dann halt einen Zitadellentreffer, je nachdem, wie groß das Kaliber ist. Können wir aber hier nochmal ganz kurz gucken, ne? Kann AP-Granaten der Kaliber 203 mm und niedriger abprallen lassen. Ne? Da haben wir das auf jeden Fall zur Übersicht. Auch hier schnell, breit gefächert, dünn wie Papier. Aber wie gesagt, der macht wirklich Spaß. Der ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und wie gesagt, auch da der Vorteil, wenn ihr drauf zufahrt, ihr habt vorne, da kommen sechs Murmeln rausgeflogen. Und wenn ihr da einen Kreuzer habt, den könnt ihr auch, sag ich mal, eine vierfache Zitadelle locker drücken. Wenn nicht halt auch 6, wenn alles gut läuft. Ne? Und wenn ihr wisst, wo ihr hin aimt, dann geht das eigentlich ziemlich flix, ist der eigentlich weg. Also ist auf jeden Fall ein sehr geiles Teil, macht mega viel Spaß. Ich liebe sie. Ja, auch hier krasse, genau das fast dasselbe. Ist ein T5 Premium. Im Prinzip, wenn man mal drauf geht und zum nächsten Schiff rüber wechselt, sehen wir, sie haben eine Ähnlichkeit. Das ist eine andere Tarnung, eine Permanenttarnung, kommen wir nochmal dazu. Auch dazu, ja, können wir auch. Es ist auch von einem Zerstörer umgebaut worden zu einem Kreuzer. Auch da ist auch ein sehr geiles Teil. Und hier haben wir natürlich noch einen riesengroßen Vorteil.
dass wir hier auf jeden Fall das Sonar haben und nochmal den Motorboost mit Höchstgeschwindigkeit plus 15% obendrauf auf uns, also auf die allgemeine Geschwindigkeit, und das Verbrauchsmaterial hält 180 Sekunden. Das ist sowas von geil. Also ihr könnt ja eine Geschwindigkeit drauf kriegen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, und von Haus aus hat sie auch 35,3 Knoten und 8,8 Ruderstellzeit. Tarnung 11,3. Torpedos gehen 9 Kilometer und eine Ladezeit von 90 Sekunden. Und Erkennbarkeit zu Luft ist auch ziemlich gering bei 7,1. Also mit der kann man dann schon anfangen, dass man sagen tut, wenn ich jetzt eine linke, zum Beispiel ich fahre in die linke Flanke rein, dass man sagt, gut, ich fahre jetzt in die linke Flanke und versuche tatsächlich in der linken Flanke dort ein bisschen Druck auszuüben und würde da tatsächlich dann in der linken Flanke, wenn die, sage ich mal, platt gemacht worden ist, dass man sagt, ich suche den Träger, weil es halt mit den Franzosen schneller geht wie mit jedem anderen. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schiffe, wo man das auf jeden Fall auch noch machen kann. Die haben auch eine recht hohe Geschwindigkeit, aber hier, wenn man einen Motorboost anschmeißt, ist man nur einfach eben schneller unterwegs und da kommt einfach kein anderer Kreuzer mit. Ja, das ist einfach so. So, und wir hatten hier eben gerade gesehen 8,8 Sekunden Ruderstellzeit. Das reicht auf jeden Fall voll aus und da lassen wir auf jeden Fall auch hier dieses Antriebmod Nummer 2 drinne. Zeit bis volle Leistung beim Beschleunigen erreicht wird, falls man sich wirklich mal kurz in Sicherheit bringen muss, dass man einfach dann wieder schnell vorankommt und weiter düsen kann. Ne? Wie gesagt, wenn ich die 20%, das lohnt sich auf die 8,8 nicht. Das langt auf jeden Fall aus, weil man eigentlich halt auch der gute oder der recht gute Tarnwert, die 11,3, kann man auf jeden Fall damit arbeiten und da würde ich halt nicht großartig rumspielen. Ne? Auch hier Flugabwehr 5 Kilometer. Aber da auch, das ist für die Franzosen, ist es nicht so interessant wie bei manch anderen. Die Franzosen legen einfach die Priorität auf die Geschwindigkeit. Was wir auch mal ganz kurz noch machen könnten, wäre, wir bauen mal das hier aus. Wir gucken aber noch mal ganz kurz was nach. Und zwar haben wir hier eine Ruderstellzeit von 8,8 Sekunden, Wenderadius von 690 Meter. So, jetzt bauen wir kurz das hier rein, gucken das uns an und wir sehen jetzt hier, na, 7 Sekunden, das ist okay, ist 1,8. Na, also da ist mir tatsächlich das schnellere Anfahren um einiges wichtiger und deswegen geben wir jetzt hier einfach mal 200.000 Silber aus. So. Ja, das auf jeden Fall dazu. Auch hier zur Panzerung wird sich hier ein kleines bisschen was ändern. Ich tue mal ganz kurz nur die Zitadelle ausschalten. Wir sehen, sie hat hier ein Loch drin. Und das ist dann sehr anfällig. Und da ist genau dasselbe wie bei den anderen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Denn der Schutz der Zitadelle ist auch hier nur der Torpedoschutz. Wir machen jetzt mal kurz die anderen Bauteile aus. Und auch da sehen wir, hier ist die Nase und da ist schon die Zitadelle. Ne? Und auch da ist genau dasselbe. Da müssen sie sich sogar schon auch beim zweiten Turm oben drauf schießen, dass es unten in die Zitadelle reingeht. Und von der Seite, ne, müssen wir nicht, sehen wir ja. Also auch da schön angewinkelt fahren, also geradeaus auf dem Schlachter oder auf dem Kreuzer. Wie gesagt, beim Schlachter könnt ihr auch wegfahren, aber beim Kreuzer würde ich immer frontal draufheizen und versuchen, den über die Frontkanonen wirklich rauszuholen. Wegfahren am Ende bei einem Kreuzer bringt es oder so nicht. Entweder ihr werdet abgefackelt und geht unter oder ihr versucht es wenigstens und holt es maximal raus. Weil wenn ihr das ein bisschen geübt habt, funktioniert das wirklich tatsächlich sehr gut. Übersicht, wendig, überdurchschnittliche gute Manövrierbarkeit, flinkes Zielen, überdurchschnittliche Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie gewährt einen Vorteil im Nahkampf. Aus dem Entwurf des Jahres 1938 geht hervor, dass der leichte Kreuzer die Krasse aus der Lac-Galissonier-Klasse entwickelt wurde und deren Hauptvorteile übernahm. Schwere Panzerung und gute Hauptbatteriegeschütze. Die Krasse war mit stärkeren Flugabwehrbewaffnungen ausgestattet, war schnell und hatte etwas stärkere Torpedowerfer. Jahr des Entwurfs 1938. Ne, also da sehen wir auf jeden Fall, sie hatte eine stärkere Panzerung, stand ja gerade auch hier drinne. W
werden wir uns ja gleich angucken, die La Galissonière. Und auf jeden Fall auch eins meiner absoluten Favoriten in gewerteten Gefechte. Also macht mega viel Spaß. Ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert, dieses Teil. Ja, zum nächsten. Hier haben wir sie, die La Galissonière. Ich mache mal ganz kurz eben die Tarnung ab, damit ihr nicht irritiert seid. Ich baue die kurz drauf. Und da sehen wir, das ist sie. Ja, und wenn wir hier mal kurz rüber gehen, sehen wir hier die Veränderung von diesem Kreuzer. Ja, und da sehen wir hier, sah es noch eher wie so ein Großzerstörer aus. Und auch da vorne die Frontkanonen, auf jeden Fall absolut geil. Also finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und wie gesagt, es macht einfach viel Spaß, wenn man es raus hat, wie das Ganze funktioniert. Und wir haben hier auch ein bisschen Flugabwehr drauf, wo wir sehen. Also auf jeden Fall ganz schick. Na, auch hier Kapitän, den Entry Lemonnier drauf mit Geschwindigkeit. Und auch hier, wenn wir hier drauf gehen, Torpedos, AP-Granaten. Hier Schadensbegrenzungssystem, Sonar und Motorboost. Na, wir haben hier natürlich keine Nebelwand. Es wäre natürlich übel krass, wenn hier noch eine Nebelwand verbaut wäre oder sowas. Wir haben hier die Geschwindigkeit. Franzosen, immer schön merken, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Booster hat man am Anfang, wisst ihr Bescheid. Hier oben Gefechtsbooster, wisst ihr auch Bescheid. Tarnungen, wisst ihr auch Bescheid. Und hier Flaggen, wisst ihr auch Bescheid. Zu den, wie gesagt, wir gehen, wenn's Gameplay kommt von den jeweiligen Schiff, werden wir nochmal einzeln drauf zurückkommen. Werte, auch hier dasselbe, ne? Torpedo-Schadensverringerung sehen wir hier schon bei 10%, also es wird besser. Man kann mit der schon dann eigentlich sehr gut die Flugzeugträger bearbeiten. Wir haben die Geschwindigkeit dazu, um schnell ranzukommen, um zu turben und vor allen Dingen den Torpedoschutz gegen die Flugzeuge. Und vor allen Dingen die Geschwindigkeit vom Schiff her ist für die Flugzeuge so oder so eine Katastrophe. Umso schneller ihr seid, umso schlimmer wird es für die Leute, weil die halt dann voraimen müssen oder. Ne? Artillerie auch 152 mm. Finde ich sehr gut für Kreuzer. Je nachdem, wenn es ein schwerer Kreuzer ist, sieht es dann natürlich schon wieder anders aus. Und wenn der Kreuzer angewinkelt fährt, auch frontal. Wie gesagt, mit AP probieren. Wenn es wirklich zwei, dreimal nicht funktioniert, dann auf jeden Fall Sprenggranaten rein und mit Sprenggranaten volldonnern. Und wenn ihr kurz vorm Schiff seid, dann auf jeden Fall AP rein und dann versuchen, in die Zitadelle reinzukommen. Wie gesagt, das kommt alles im Gefühl. Irgendwann habt ihr es wirklich raus und wisst, wo ihr hinschießen müsst. Na, also macht euch da auch keinen Druck. Versucht lieber zu spielen auf Überleben, dass ihr lernt zu überleben, wie ich wirklich das Schiff spielen sollte, beziehungsweise die Nation spielen sollte, so dass ich am Ende Schaden habe und dass ich am Ende des Gefechts überlebe und mein Team bis zum Ende durchs Gefecht bringe. Egal was ist, wirklich alles oder nichts geben. Ne? Deswegen auch der Name mal so nebenbei. Ja, Flugabwehr auch hier 41 Punkte, mittelmäßig, ne? Ist jetzt nicht das Beste, aber ist besser wie gar nichts. Dann haben wir hier die Manövrierbarkeit 67 Punkte. Auch da Höchstgeschwindigkeit 32,6 Knoten. Ruderstellzeit ist hier besser, 6,1. Und die Tarnung 59 Punkte, 11,8 Kilometer gehen wir auf zu Wasser. Also ein Zerstörer macht uns da auf. Oder dann Flugzeug bei 7,1. Ja, und unten garantiert ist auch eigentlich immer dasselbe. Panzerung sehen wir auch hier, dass sie auch dasselbe Problem hat. Na, wie das andere brauchen wir auch. Anwinkeln hat man gehabt. Na, kommen wir, wie gesagt, alles nochmal dazu, wenn es soweit ist. Übersicht hier: überdurchschnittliche Reichweite der Hauptbatterie, Treffen aus sicherer Distanz, große Breite der Torpedofächer, Kompromiss, Großkaliber-AP-Granaten können die dünne Panzerung komplett durchschlagen oder trotzdem scharf werden, wenn sie langsam fliegen. Wie die langsam fliegen, werden wir auf jeden Fall auch im Gameplay zu dem Schiff oder zu Schiffen, wo es wirklich interessant ist, und allgemein werden wir auf jeden Fall das zusammen besprechen. Zu Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war die La Galissonière einer der besten leichten Kreuzer der Welt. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern hatte sie gute Hauptbatteriegeschütze und den besten Panzerschutz der Schiffe dieses Typs. Im Jahr 1943 erhielten die Kreuzer dieser Klasse eine verstärkte Flugabwehr und Überwachungsradar. In Dienst gestellt 1936 Schiffe in einer Serie 6. Ne, also hat man ja alles, und hier hatten wir noch mal, hier gehen wir nochmal auf die Reichweite. Ne? Hier haben wir 16,4. Da können wir tatsächlich auch schön den Hintern hinstrecken und versuchen,
dann schön über die hinterste Kanone zu spielen, beziehungsweise immer schön hin und her drehen, denn man kann auch dann sehr schön mit den vordersten Kanonen spielen. Da würde ich sehr gerne noch mal kurz auf die Artillerie gehen. Na, wir haben hier Dauer für 180 Grad Drehung 15 Sekunden. Das ist auf jeden Fall ganz nice, kann man schön pendeln das Schiff und kann schön mit ihr rumspielen. Ja, dann kommen wir hier zur Algerie. Ne, da ist genau dasselbe, haben wir auch die Tarnung drauf. Ich baue die eben ab, schmeiß da eben die hier drauf, damit man da das erkennt. Na, hier sieht man dann schon langsam, dass es Kreuzer geworden sind, wo wirklich dann auch schon ordentliche Mumpeln dahinter stecken. Ich sage es mit Absicht. Ne, das sind hier gleich mal 203 mm, das rumst dann schon. Spielweise ist aber hier im Prinzip genau dasselbe. Auch immer schön auf Geschwindigkeit bleiben. Natürlich der Vorteil ist hier, dass man hier den auch das Zielsystem, natürlich bei dem Kaliber die Präzision, na, das andere brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. Habe ich nicht geskillt und würde ich halt auch nicht weiterempfehlen. Antrieb Mod Nummer 2 auf jeden Fall einbauen. Und hier hinten auf jeden Fall Tarnungsmod Nummer 1. Um halt eine bessere Tarnung zu bekommen, um am Ende noch mit den Torpedos ein bisschen was zu machen. Wir haben 10 Kilometer Reichweite. Ihr geht auf jeden Fall auf bei 11.1. Also habt da noch ordentlich Luft drin, um mit den Torps auch ein bisschen was dann anzustellen, falls mal die Möglichkeit kommt. sorry dafür. Dann haben wir hier Trefferpunkte und hier sehen wir auch wieder Torpedoschutzverringerung 16%. Und das ist natürlich auch gut gegen Zerstörer, wobei wenn so ein japanischer Zerstörer kommt, der haut euch so eine rein. Ne, außer bei Zerstörern wie bei der Benham, der wirklich wenig Schaden macht, weil er so viel Torpedos hat, der halt mehr der Zerstörerjäger ist, kann man den auf jeden Fall dann ordentlich wegsemmeln, weil der halt kaum Schaden macht. Ne? Also das wäre halt dann so eine Variante, wo man Sachen tut, da kann man dann das Sonar anschmeißen und rein in die Nebelwand düsen und den Zerstörer bearbeiten. Dann Flugzeuge und hier auch wieder Motorboost. Hier auch plus 15%. Booster ist wieder klar. Hier hinten Gefechtsbooster ist auch klar. Tarnung ist auch klar. Und hier unten die Flaggen, wo halt ist eigentlich auch klar. Ne? Hat man am Anfang gehabt. Überleben haben wir hier. Wie gesagt, hat man 203 mm. Da kommen wir überall nochmal dazu. Ne? Also es ist wirklich ein sehr schönes Teil. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Probiert es einfach selber aus. Genießt diese Franzosenkreuzer. Geschwindigkeit hier auch 33,9 hat man auch. Ruderstellzeit 8,8 ist auf jeden Fall optimal. Kann man arbeiten und das ist auch in Ordnung. Auch hier Panzerung. Wir schalten hier mal kurz die Zitadelle ab. Ne, dasselbe. Hier haben wir eine etwas höhere Panzerung. Also auch selbe Spielweise wie bei den anderen. Nachteil ist natürlich, wir haben hier nur viermal was rausgeflogen kommt und was beim Gegner reingehen kann. Das ist dann schon eher so mehr, sag ich mal, für die schwereren Schlachtschiffe, schwereren Kreuzer, höhere Reichweite, um da wirklich dann mit AP Damage zu drücken und Zitadellen geht auch auf Schlachter bei diesem Kaliber. Ja, wie gesagt, werden wir auch im Gameplay uns angucken und dann werden wir darüber nochmal uns unterhalten. Auch hier zur Übersicht, großer, breiter Torpedofächer, schnell überdurchschnittliche Geschwindigkeit, der letzte schwere Kreuzer, der für die französische Marine gebaut wurde und einer der besten Vertreter dieses Schiffstyps in Europa. Im Vergleich zu den Kreuzern der gleichen Periode trug er eine stärkere Panzerung und hatte sehr guten Torpedoschutz. Ja, jetzt kommen wir hier zu dem Halloween-Schiffchen, ne? Ist eigentlich genau wie der Vorgänger, hat halt eine andere Tarnung und er unterscheidet sich so ein kleines bisschen, sag ich mal. Ne, wenn ich hier gucke, hier habe ich das dazu mal noch ein bisschen mit der Flugabwehr gemacht. Also hat auf jeden Fall für mich keinen Zweck. Ne? Deswegen da auf jeden Fall Präzision rein, Tarnung rein und hier auch den Antrieb, dass man halt schneller beschleunigen kann. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Tarnung, gefällt mir mega gut. Auch hier Sonar, Katapultjäger, Motorboost, auch hier plus die 15%. Die Torpedos auch wieder 10 Kilometer. Ne? Also auch da mit der Artillerie 203 mm, das rumst auf jeden Fall auch schon gut. Höchstgeschwindigkeit 35 Knoten,
Ruderstellzeit 13 Sekunden, das ist schon ein kleines bisschen höher. Ne? Also da ist dann tatsächlich schon so ein bisschen zu überlegen, ob man da nicht tatsächlich das Steuergetriebe reinbaut. Wir bauen es mal ein, gucken uns mal kurz den Wert an und das sind wir bei 10,2. Ja, also ist meiner Meinung nach, finde ich, einfach das andere um einiges wichtiger. Wie gesagt, kommt auch immer drauf an, auf den Spielstil von jedem Einzelnen, wie jeder Einzelne spielt. Das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. Also ist es nur, damit die, sage ich mal, wo frisch anfangen oder wie die Leute, wo sich fragen, wie spielt denn der die und das und jenes, ja, dass sie einen Einblick bekommen. Hier genau dasselbe und hier sehen wir halt, da schon eine andere Panzerung ist, wenn man da frontal fährt. Ne? Es wird schon langsam grün und die Panzerung ist mehr, kann AP-Granaten der Kaliber 356 mm und niedriger abprallen lassen. So, und dann machen wir mal hier kurz aus und hier sehen wir genau dasselbe. Ne? Türme haben auch eine bessere Panzerung, also auf jeden Fall da auch sehr nice. Wie gesagt, gefällt mir die Tarnung sehr, sehr geil. Größere Breiter, der Torpedofächer wieder, schnell, überdurchschnittliche Geschwindigkeit, ne, das haben die halt eigentlich alle. Ja, hier die Charles Martel, auch dasselbe, auch hier kann ich einfach nur sagen, absolut geiles Ding, macht mega viel Spaß. Auch da 203 mm, das rumst ordentlich im Kessel, 17,4 Feuerreichweite, auch dazu werden wir auf jeden Fall ein Gameplay haben, wo wir uns das Ganze nochmal anschauen. Auch hier Torpedoverringerung 16%, na, ist auch auf jeden Fall nicht schlecht, um halt die Flugzeuge dann zu machen, wenn der passende Punkt ist. Wie gesagt, bitte fahrt nicht geradeaus durch, macht die Flugzeugträger, bringt euch am Ende so oder so nichts, weil in der Zeit hättet ihr euer Team supporten können. Ihr seid zwar schnell, aber so schnell, dass ihr ruckzuck wieder da seid, seid ihr auch nicht. 34 Knoten oder 34,2 Knoten mit Booster kommt ihr auch wieder einen ordentlichen Schub nach oben. Na, Ruderstellzeit 8,9, Tarnung 11,1 und Torpedoreichweite ist bei 10. Also mit ihr kann man dann schon ein bisschen turben. Da haben wir auch die 2x3, wo man dann auch, sage ich mal, so ein bisschen wechseln kann. Man kann immer schön hin und her switchern und kann dann einmal jede Seite rauslassen und kann vielleicht da auch ein random Torpedo treffen. Auch hier der Heal Perk drinne, aber finde ich, würde ich nicht reinmachen. Gibt plus 189, ist nichts. Würde ich den Flieger drinne lassen zum Schutz für die Träger. Wenn die auf den Zeiger gehen, Katapultjäger raus, da kann der die Flieger bearbeiten. Auch hier würde ich nicht empfehlen, ich würde Sonar drinne lassen, um wirklich dann auch einen Zerstörer machen zu können und in die Nebelwand reinzudüsen und den Zerstörer eventuell wegzuhauen. Hier unten haben wir wieder die Booster, wisst ihr Bescheid. Auch hier die Booster, wisst ihr auch Bescheid. Tarnung, wisst ihr auch Bescheid. Dann Flagge, wisst ihr auch Bescheid. Ne? Gameplay anschauen und euch darüber informieren. Ja, ansonsten gibt es eigentlich zur Panzerung, können wir gerne noch, haben wir hier. Das sehen wir auch hier, haben wir auch vorne dasselbe. Nur da sehen wir ab die Türme ist dann die Panzerung. Das heißt, wenn sie euch auf die Türme schießen, können sie euch schon langsam in die Zitadelle gehen, weil sie eine durchlaufende Zitadelle hat. Das heißt, wir können hier abschalten und sehen hier unten die durchlaufende Zitadelle. Ja? Und bei den Geschützen wird es dann, also ist ungefähr das Maß, wisst ihr so Bescheid, dann kommt man da unten rein in die Zita. Ja, wir haben hier einen Unterschied und das ist, wir haben hier auch noch einen recht guten Torpedoschutz auf jeden Fall. Und wir haben hier eine Gasematte. Das heißt, wir haben oben unser Deck nochmal ein Stück geschützt. Plus die Aufbauten. Das heißt, hier ist es eigentlich schon mit einem Bomber, mit einem AP-Bomber, wird es dann schon knapp, da ihr halt erstmal durch die Aufbauten durchmisst und dann nochmal die Gasematte. Na, das ist halt auch nochmal bei manchen Kreuzern. Das werden wir aber dann auch nochmal im extra Gameplay uns anschauen. Wie denn dann auch die Spielweise und. Da werde ich auf jeden Fall da ein bisschen mehr Zeit nehmen. Also ich habe es jetzt versucht, hier wirklich komplett durchzurattern, das Ding. Man hat es an meinen Gelaber gehört, dass es schnell geht. Ich will euch da auch nicht hier die ganze Zeit aufhalten.
Überdurchschnittliche Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie gewährt einen Vorteil im Nahkampf. Ne? Dasselbe wie bei den anderen. Wenn ihr nach vorne steht, könnt ihr auf jeden Fall gleich das Schiff wegmachen und habt dann halt so, oder besser gesagt, ihr könnt euch dann so hinstellen und versuchen, schön angewinkelt zu fahren und auf das Schiff loszugehen. Breit gefächert, schnell, ein Projekt für einen Schwerenkreuzer, Projekt C5A3, das mit möglichen Gegnern konkurrieren sollte. Neue Schiffe dieses Typs wurden in Deutschland gebaut. Der Hauptunterschied zu den vorgängenden Schiffen waren die in Trillixtürm untergebrachten Hauptgeschütze des Schiffs. Ja, das auf jeden Fall. Auch hier Kapitäne hat man ja auch, wie gesagt, die werde ich auf jeden Fall auch hochladen, die einzelnen Skillungen, nicht, dass ihr da hier nochmal reingucken müsst, was hat der bei dem Schiff genommen und das und jenes. Na, da habt ihr dann die einzelnen Skillungen, wo ihr einfach nochmal nachschauen könnt. Ja, ich sag mal auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Anschauen. Wird mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr euch ein paar Informationen einsaugen könnt. Konntet. Ja, natürlich über ein Abo, wenn ihr weiteren Content sehen wollt, würde mich auf jeden Fall auch mega freuen. Und danke auf jeden Fall an den geilen Support. Umso mehr ich sehe, dass ihr das Ganze supportet, umso mehr weiß ich, dass es euch gefällt und dass ihr weiteren Content sehen möchtet. Ansonsten könnt ihr sehr gerne auch auf Twitch vorbeikommen, alles oder nix unterstrich TV. Ansonsten gibt es samstags, sonntags immer in Streamerino, wo ihr auf jeden Fall einschalten könnt. Der ist gleichzeitig mit Twitch und YouTube verbunden, so dass man sich auch gegenseitig, sage ich mal, die YouTube-Community und die Twitch-Community sich gegenseitig unterhalten können. Ist alles geschaltet. Also, ja, in diesem Sinne, wie gesagt, danke fürs Anschauen und habt Spaß mit denen. Genießt auf jeden Fall diese schönen Kreuzer und wir sehen uns auf jeden Fall zum Gameplay von jedem einzelnen Kreuzer von den Franzosen. Ich bin raus. Tschö mit Ö. Ciao Kakao. Ich habe euch lange genug aufgehalten. Tschüss.